So, meine Lieben, und damit ein wunderschön und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ja, wenn ich doch mal so auf den Tacho gucke, es ist jetzt fast ein Jahr vergangen, wo ich die letzte Folge für euch aufgenommen habe. Doch nun befinden wir uns endlich auf dem PC. Wir sind nämlich von der Konsole auf den PC umgestiegen. Hat ein bisschen länger gedauert, okay, ich weiß. Aber jetzt sind wir endlich wieder gemeinsam hier und starten gemeinsam in die Staffel 2 von 7 Days to Die. Wie gesagt, in der Version Alpha 19.4, und ich muss gestehen, es hat sich hier wirklich einiges geändert. Super viel neuer Inhalt ist dazugekommen. Es hat sich quasi alles geändert, außer unsere Gabi, die ist so geblieben, wie sie ist, und das ist auch gut so. Bevor ich jetzt aber weiter quatsche, starten wir einfach mal ein neues Spiel mit dem Spielnamen Gabi. Und nach einer kurzen Ladezeit geht es hier dann weiter und dann sehen wir uns in-game wieder. Also dran geblieben, sonst gibt's hier die Peitsche. So, bis gleich. Boah, das ist irgendwie wie gestern, aber doch so lange her. Ich fühle mich gleich wie zu Hause, wenn ich das Bild hier sehe. Das Einmaleins des Überlebens hat begonnen, meine Lieben. Lieber Freund, das Ödland kann erbarmungslos sein. Ich habe dich nackt und ohne Vorräte dem Tod überlassen gefunden. Es scheint, dass du den Duke verärgert hast und Hilfe gebrauchen könntest. Anbei findest du eine kurze Anleitung, ja, die dir beim Überleben helfen sollte. Wenn du sie abschließt, nehmen wir vielleicht einen neuen Bürger in unsere Ranch auf. Die Siedlung von White River. Es gibt sie wirklich und sie ist sicher. Friede sei mit dir, Freund Noah. Das Einmaleins des Überlebens ist deine aktive Quest. Der Status der Quest wird im Zieltracker oben rechts und hinter meiner Fratze auf dem Bildschirm angezeigt. Öffne von deinem Inventar aus das Questmenü für mehr Informationen zu Quests. So. Unsere erste Aufgabe besteht natürlich darin, einen Schlafsack zu fertigen. Ihr seht das jetzt nicht, weil, wie gesagt, meine Fratze davor ist. Und ja, befinden uns hier im Startgebiet. In diesem Fall ist es das Ödland. Und ich werde jetzt einfach mal so viel aufsammeln wie möglich. Ja, ich habe ja eben schon erwähnt, es ist super viel neuer Kram dazugekommen. Das Einmaleins ist jetzt, glaube ich, so geblieben, wie es vorher war. Aber ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Habe ich jetzt das Ei gegessen? Oh, ich habe das rohe Ei gegessen. Heilige Waldfee. Naja, wir schauen auf jeden Fall jetzt erstmal gemeinsam rein. 10 Knochen, sehr gut. So, und nehmen einfach mal alles mit, was hier so rumliegt. Ich nehme jetzt wirklich alles mit, was hier rumliegt. Ich sag's euch. Guck mal, hier haben wir schon so ein bisschen Geld, ein paar kurze Eisenrohre gefunden. Und ich versuche euch mal im Laufe der Folge so ein bisschen was näher zu bringen, was vielleicht neu dazugekommen ist und was ich jetzt auch schon aktuell weiß. Denn soweit habe ich jetzt privat noch nicht gespielt, dass ich hier wirklich alles erklären kann. Denn neuer Inhalt schön und gut, aber den kann man gar nicht aufzählen an einer Hand. Es ist wirklich, es sind neue Waffen dazugekommen, es sind neue Zombie-Modelle dazugekommen, es sind Mods für Waffen dazugekommen, Strom gibt es jetzt auch schon, viel mehr Fahrzeuge, also wirklich einiges. Und ich denke mal, im Laufe der Staffel werden wir aber viele dieser Dinge kennenlernen. So, dass wir hier nicht mehr ganz so im Dunkeln stehen. Und bevor ich jetzt das Einmaleins angehe, werde ich so viel Zeug wie möglich aufsammeln, dass ich das nicht immer Aufgabe für Aufgabe erledigen muss. So, kloppe mal mit meiner bloßen Faust einfach so mitten in den Baum rein. Oh, es gibt sogar Experience, also XP, sprich Erfahrungspunkte. So, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt brauche. Ich nehme einfach mal so 5 Holz mit. Dann kann ich doch bestimmt gleich schon eine Steinaxt herstellen. So, hier ist noch ein bisschen Blei. Auch nicht schlecht. Und es lohnt sich auch wirklich, hier alles zu durchsuchen. Nicht nur ja, das, was man so offensichtlich sieht, sondern vielleicht auch mal den Müll oder so. Da kann auch manchmal sehr guter Kram drin sein. Eine Erneuerung, die gibt es, glaube ich, auf Konsole auch noch nicht so. Kann ich euch auch gleich mal eben zeigen. Denn man ist
mittlerweile imstande, sogar Steine zu werfen, weil die Zombies einen ziemlich schnell wahrnehmen, kann man die jetzt mit Steinen sogar ablenken. Das bedeutet, wenn ich jetzt Steine in die Hand nehme, kann ich die sogar schmeißen und damit Zombies ablenken. Haut euch das rein. Ist richtig cool. Das gefällt mir jetzt schon mal richtig gut. Ist aber nur einer der wenigen Dinge, die sich hier geändert haben. Von daher schauen wir jetzt einfach mal, dass wir so weit wie möglich kommen in dieser Folge. Denn auf PC sind natürlich die Folgen auch nochmal ein Stückchen größer wie als auf Konsole früher. Da muss man aufpassen, dass die Folge nicht mal eben so 100 Gig erreicht. Aber ich denke mal so, ab einer halben Stunde wird's ein bisschen happig. Ja, würde ich sagen, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mir gerne erzählen wollt, wie lang die Folgen sein sollen. Aber ich schätze mal so zwischen 15 Minuten und 30 Minuten darf eine Folge schon lang sein. Denn sonst schafft man ja hier auch überhaupt nicht so viel. So, da ist ja meine Ausdauer schon wieder unten. Da muss ich ein bisschen Acht drauf geben. So, das Spiel läuft natürlich auch viel flüssiger als wie auf Konsole. Und was mir gerade auffällt, ist, dass man echt weit in die Ferne schauen kann. Das könnte uns gerade echt behilflich sein, weil ich dieses Biom nicht so gerne mag. Schauen wir mal, ob wir irgendwo bewachsene Bäume sehen, dass wir dann da hinlaufen. So, hier scheint auch kaum Sonne, das gefällt mir nicht. Also ich würde schon gerne in so ein grünes Biom. Schauen wir mal eben hier. Und Tatsache, da hinten sind schon welche. Dann würde ich sagen, ist das unsere Richtung für jetzt? Gehen wir da einfach mal lang und hoffen, dass das Biom gleich wechselt. Und wir nicht mehr im Ödland hier rumtraben müssen. So. Und dann baue ich auch gleich mal den doofen Schlafsack, bevor ich das 1x1 in dieser Folge überhaupt nicht mehr schaffe. Mache ich das mal gerade eben. Fertige hier einen Schlafsack. Und schau mir an, was dann als nächstes kommt, was wir bauen müssen. So, hier ist noch ein bisschen Blei. Was? Ich habe Zombies gehört. Ach da! Den kennen wir noch. Das ist noch ein alter Zombie. So, was müssen wir jetzt machen? Den Schlafsack platzieren. Okay, dann mache ich das mal. So, den nehme ich aber wieder mit. Denn hier spawnen möchte ich nicht. Steinaxt fertigen wir auch mal eben. Wie gesagt, ihr könnt die Aufgaben jetzt leider nicht sehen, weil meine Fratze davor ist. Nehmt mir das nicht übel. Ich will jetzt aber mein Kamerabild nicht extra wieder umstellen. Ich lasse das jetzt einfach so, wie es ist. Und hier sieht man schon die erste Änderung, fällt mir gerade auf. Auf Konsole musste man tatsächlich noch Pflanzenfaser-Schuhe und Pflanzenfaser-Handschuhe und eine Kapuze herstellen. Hier in dem Fall muss man tatsächlich nur eine Hose und ein Hemd herstellen, wie ihr sehen könnt. Anhand der Ausrufezeichen hier rechts fertigen wir die beiden Sachen einfach mal. Und weil wir ja traditionell sind, stelle ich dazu auch noch Handschuhe und eine Kapuze und Schuhe her, damit die Gabi nicht so nackig ist. Das muss ja auch nicht sein. So, dann laufe ich nochmal ein bisschen weg vor dem Stalker da vorne. Ja, der belästigt uns ja richtig. Ach, da ist ja unsere Gabi. Ein wunderschöner Mensch. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. So. Zack, und da ist die gute alte Gabi auch schon nicht mehr so nackt wie vorher. Das ist ganz gut. So, da wir ja jetzt eine Steinaxt haben, würde ich sagen, kloppen wir uns noch ein bisschen Holz ab. Können wir gut gebrauchen. Denn nun stellen wir einer der Dinge her, die es, glaube ich, auf Konsole auch noch nicht so gab. Ein Holzknüppel. Ich meine, es gab einen Knüppel, aber nicht so in der Form hier. Und den können wir im Nachhinein sogar noch verändern mit irgendwelchen Mods. Da können wir dann zum Beispiel irgendwie Stacheldraht drum ziehen oder sowas. Und nun verkloppen wir unseren ersten Zombie. Boah, voll in die Fresse. Small. Plop. Und das war's schon mit ihm. Meine Herren. Aber das macht super viel Spaß jetzt schon. So, Moment. Ich nehme noch ein paar Sachen mit. Unsere nächste Aufgabe ist nämlich... Hey, ihr seht das so halb. Fertige einen Bogen und Pfeile müssen wir jetzt machen. Ich hätte mein Bild vielleicht doch ein bisschen weiter runter machen sollen für diese Folge, damit ihr echt seht, was für Aufgaben wir gerade machen. Aber das ist ja ziemlich schnell vorbei. Nach dem 1x1 gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr so viele Aufgaben. Außer man nimmt halt irgendwelche Quests an oder Aufgaben. Apropos Aufgaben, die sind jetzt auch neu dazugekommen.
Da kann man nämlich zum Händler gehen und der hat nicht nur Ware zu kaufen und man kann auch Sachen verkaufen, ist klar. Aber der hat unter anderem jetzt auch schon Quests für uns, die wir annehmen können. Unter anderem befindet sich darunter vergrabene Schätze suchen und finden. Irgendwelche Sachen abholen, sprich du musst in irgend so ein Haus gehen und irgendwas Bestimmtes holen für den Händler und das dann zurückbringen, natürlich lebend, sonst schlägt die Quest fehl. Oder du musst ein Gebiet von Zombies beseitigen, beziehungsweise musst du das Gebiet cleanen und bekommst dadurch dann Erfahrungspunkte und natürlich auch ein bisschen Geld. Das werden wir aber, glaube ich, erst in der nächsten Folge angehen, denn nach dem 1x1 hier ist unsere Aufgabe, zum Händler zu gehen und einfach mal mit dem zu quatschen. Und das werden wir dann angehen. Dann zeige ich euch mal, was es da alles gibt. So, hier nochmal ein paar Stein und Holz mitgenommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo waren denn die Bäume, die wir eben gesehen haben im Hintergrund? Da hinten, da gehen wir da jetzt mal in die Richtung und verkloppen hier nochmal ein paar Zombies, denn ich sehe gerade unten rechts, es gibt echt viel... Nein! Oh mein Gott! Das gibt echt viele Punkte. Plopp. Ich liebe es. Oh, da ist Gabi aber richtig wütend geworden gerade. Meine Herren. Die hat ja aber auch echt lange keinen Auslauf mehr gehabt. So, was haben wir denn hier? Ein Bauplan für eine Werkbank. Geil. Benutzen wir direkt. Das ist ja super. Gleich am Anfang einen Bauplan für eine Werkbank. Huiuiuiuiuiui. Oh, und ein Chicken. Chicken! Ich hab's umgebracht. Was bist du denn? Haut euch den rein. Was bist du denn? Nichts Halbes, nichts Ganzes, oder wie? Oh, das war's schon. Ja, der ist aber auch schon halb angeknabbert, der Junge. Ist kein Wunder, dass der nicht so viel aushält. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber ändern kann ich es auch nicht. So, was müssen wir jetzt machen? Holzrahmenblock. Dann fertige ich den jetzt auch noch. Und weil wir ja eben schon so ein paar Knochen gefunden haben, sind wir sogar in der Lage, ein Knochenmesser herzustellen. Was jetzt gut ist für das Hühnchen da vorne. Stell mir gleich nochmal ein paar Steinpfeile her. Doch nun, meine Lieben, zeige ich euch mal eben eine neue Waffe, die dazu gekommen ist. Und zwar ein Steinspeer. Das ist eine sehr feine Sache. Hier haben wir noch irgendeine Notiz. Bloß ein freundlicher Hinweis, dass du pünktlich zahlen solltest. Und zwar jedes Mal, sonst gibt es Konsequenzen. Nächstes Mal sind wir nicht mehr so nachsichtig. Danke für die Ausrüstung, aber du bist uns immer noch etwas schuldig. Wir sehen uns, der Duke. Ja, okay, von mir aus. Die Notiz brauche ich jetzt aber eher weniger. Ja, die macht mir ja Angst. Hört sich an wie Miete zahlen. So, hier Hühnchen. Komm, ich schneide dich mal so ein bisschen. Ich kitzel dich mal so ein bisschen mit dem Knochen hier. Ah, das hört sich auch fies an, ne? Alter Vater. So, schauen wir mal hier eben in das Auto rein, nebenbei. Und dann zeige ich euch gleich... Oh! Batterie für Autos und Öl und so weiter. Boah, das nehme ich mit. Dann zeige ich euch gleich mal eben das Speer, was neu dazu gekommen ist. So, wo haben wir das hier? Steinspeer. Es wird wahrscheinlich den ein oder anderen an Ark erinnern. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Ark Survival Evolved. Da gibt es nämlich auch so einen Speer. Und das verhält sich auch fast genauso wie in dem Spiel. Einen Baseballschläger gibt es auch. Cool. Da müssen wir den Prügelbeter für lernen, alles klar. Und einen Steinvorschlaghammer gibt es hier auch schon, das ist cool. Dann besorge ich uns gerade nochmal ein paar Steine, weil den habe ich bis jetzt auch noch nicht so gebaut. Dann müssen wir gerade mal schauen. Haben wir denn hier irgendwo einen Stein? Jetzt gerade natürlich nicht so, ne? Aber egal, ich zeige euch... Ich zeige euch erst das Speer. Ja, tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Plopp. So, und wir können das natürlich auch schmeißen, also mit der linken Maustaste, wenn ich es jetzt wieder bekomme. Gib mir doch einfach meinen Speer wieder, verzieh dich da. So, jetzt schnell, zack. Mit der linken Maustaste können wir nämlich zustechen und mit der rechten Maustaste, wenn man denn dann trifft und nicht so doof ist wie ich, kann man das Speer auch werfen und das bleibt dann auch so richtig schön stecken. So, und dann können wir das auch wieder aufnehmen. Unter anderem geht das sogar mit Pfeil und Bogen. Wenn wir dann Pfeile verschießen,
können wir die Pfeile auch wieder aufsammeln. Das kann ich auch, glaube ich, hier am Baum mal so ein bisschen präsentieren gerade. Nee, das geht jetzt nicht. Warum nicht? Eigentlich kann man die wieder aufsammeln. Was ist denn hier? Ja, okay, dann müssen die wahrscheinlich leben für die Zombies. Dann bleiben die auf jeden Fall stecken, die Pfeile. War jetzt der Vorführeffekt. Und dann kann man die wieder rausziehen. Da muss man nicht immer wieder neue Pfeile herstellen. Falls sie nicht kaputt gehen, ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. So. Ach ja, genau. Steine habe ich jetzt vergessen. Siehst du? Ich komme hier schon ganz durcheinander. So viel neues Zeug gibt's hier. So. Aber ich will ja auch so viel wie möglich erklären. Jedenfalls so viel, wie ich kann. Und hoffe, dass ich dabei auch nichts Wichtiges vergesse. So, hier liegt zum Beispiel noch ein Stein. Was haben wir hier? Ein Rucksack? Ein Alteisenhandschuh und ein Overall. Den trage ich jetzt einfach mal. Mal gucken, wie die Gabi damit aussieht. Das nehme ich auch noch mit. Schauen wir uns die Gabi mal eben an. Ach, das ist aber süß. Mensch, so schön in Jeans. Im Overall. Gabi im Overall, das ist cool. So, und jetzt nochmal hier mit Pfeil und Bogen. Na, gehen die jetzt echt alle kaputt? Ah, hier, da bleibt er stecken und ich könnte den jetzt hier quasi auch wieder rausziehen, wie ihr gesehen habt. Sehen konntet, wie auch immer. So, und noch einen in den Kopf. Oh, das war's mit dir. Und der ist wahrscheinlich auch kaputt gegangen. Also es ist nicht wirklich jeder Pfeil, ne? Es kann auch sein, dass die kaputt gehen, dann kannst du sie natürlich nicht mehr rausziehen. Und dann stehst du da ohne Pfeile, so wie ich jetzt. Hier ist noch ein bisschen Müll. Was haben wir hier? Okay, nichts. So, in Häuser gehe ich jetzt noch nicht, das würde zu lange dauern. Wir begeben uns jetzt einfach mal hier in diese Richtung. Schau mal gerade auf die Karte. Ja, würde mal sagen, wir gehen mal hier so in die Richtung. Denke mal, das wird schon in Ordnung gehen. Und da vorne liegt auch ein Stein rum, das ist ganz gut. Den kloppen wir uns mal eben weg. Und dabei drehe ich mich mal so ein bisschen, weil ich Angst habe, dass ich nachher von irgendwelchen Zombies genötigt werde und ich höre das nicht. Ich muss ja immer ein Ohr frei haben, weil ich höre mich sonst überhaupt nicht sprechen hier mit diesen dicken Kopfhörern. Und dann bin ich nachher zu laut. So, da hinten läuft auch nochmal... Boah, ist das Zappelklaus? Nee, aber den gibt's doch gar nicht mehr. Moment mal, wer war das denn gerade da hinten? Wer bist du denn? Ach, Mensch, die Sonne kommt raus. Ach, ist das herrlich. Das ist bestimmt der kleine Bruder vom Klaus. Bleib liegen. Das war's mit ihm. Mensch, der sieht ja aus wie der Klaus. Also nicht so ganz, aber er verhält sich so. Ist das unser neuer Klausi? Nee, also vom... Ich weiß ja nicht. Vielleicht gibt's noch einen anderen Zombie, der so ein bisschen besser zu Klausi passt. Ich weiß, das ist hier so ein, war das jetzt ein... Nee, ein Cowboy war das, genau. Den habe ich Cowboy Klaus genannt. Der zappelt nämlich auch so rum. Mal gucken, wer euch besser gefällt. Könnt ihr dann im Nachhinein auch nochmal in die Kommentare schreiben. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Klausi. Ja, das geht so nicht. Ohne Klaus geht das hier gar nicht. Aber Hauptsache, unsere Gabi ist immer noch so geblieben, wie sie war. Also einer der wenigen Dinge, die sich hier nicht geändert haben, ist unsere Gabi. Ist schon mal ganz gut. Klopp, 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 klopp. So, Steine brauchen wir auf jeden Fall. Nehme ich jetzt auch mal ein bisschen mehr mit, als ich eigentlich benötige für den Anfang. Aber ich will ja den Steinvorschlaghammer auch noch bauen. Und von dem Rest würde ich gerne... Ja, so viele brauche ich jetzt nicht. Ich mache mal 25. Oh, jetzt habe ich aus Versehen mein Bild geändert. Wollte ich gar nicht. Tut mir leid. Mein Nummernblock ist eigentlich für die Kamera gedacht. Gut, nicht für Ingame. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Ist, wie gesagt, eines der Dinge, wo ich mich wirklich erst dran gewöhnen muss.
hier, dass ich auf dem PC spiele und nicht mehr auf Konsole. Ich könnte natürlich auch, klar, mit Controller spielen, aber irgendwie, nee, ist das nicht dasselbe. Also macht irgendwie nicht so Bock, als wie mit Maus und Tastatur jetzt hier. So, da vorne ist auch noch so ein riesiges Gebäude. Wir gehen aber jetzt mal ein Stückchen weiter in diese Richtung. Ah, du bist auch so ein Zappelklaus-Verwandter hier, wa? Boah, der ist aber schnell. Oh, warte mal. Nein, nein, hau mich nicht. Tu mir nichts. Ich bin noch Jungfrau. So. Jetzt kriegst du den Steinvorschlaghammer zu spüren. Spüre ihn. So. Voll auf die Fresse. Zack. Die Augen. Oh Mann, da hat sie aber die Sprache verschlagen, wa? So, was haben wir hier? Klebeband, sehr gut. Das nehmen wir natürlich direkt mit. So, wie lange spielen wir schon? 20 Minuten. Jetzt muss ich mich aber ranhalten. Doris! Ein wunderschön! Das ist unsere Doris. So, Dori, das war's mit dir. Noch ein Zombie. Mr. Yakamoto. Voll der Spieleentwickler hier. Businessman-Zombie. Oh, der hat gesessen. In deiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Das tat nicht gut. So. Ich glaube, die Zombies brauchen demnächst mal einen Zahnarzt. So einen Zombie-Zahnarzt. Wenn Gabi vorbeikommt, ist vorbei. Oh. Was haben wir denn hier gefunden? A Chicken! Oh. Das wollte ich jetzt aber nicht. Oh, ich hab's getan. Na gut, komm. Das werden wir uns auch noch eben mitnehmen. Also Hühnchen sind echt einfacher zu fangen hier auf dem Computer. So diese Kleintiere, die baggen wenigstens nicht mehr so rum. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Rehen ist. Ob die auch wieder so buggy sind oder irgendwelche Brücken zerstören. Wenn ich mich an den Moment zurückerinnere in Staffel 1 früher auf Konsole, wisst ihr vielleicht noch oder kennt ihr das Heilkreh noch? Scheiße, wo ist es? Nein. Es ist weg. Hä? What the fuck? Das Reh zerstört die Brücke. Was war das denn? Ja, ist vielleicht dem einen oder anderen auch noch bekannt. Auch eine sehr lustige Stelle gewesen, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das mein erstes Reh war, was ich gejagt habe. Auf jeden Fall ist das quasi über die Brücke gelaufen und dann ist die Brücke ja eingestürzt, weil ich weiß nicht, ob das Reh so schwer war oder es einfach die Brücke zerstört hat. Voller Wut. Ich weiß es nicht genau. So, hier mit Garagentor. Und der Spieleentwickler liegt hier wieder auf dem Boden. Küss erstmal einen hier. Boah, Breakdance. Bleibst du da liegen? Oh, 413. Was? Das ist ja noch einer. Dann komm mal her, Junge. Ich hab was für dich. Du kriegst jetzt das Speer. Oh, ah, voll im Ohr stecken geblieben. Uiuiuiui. So, du bist tot. Das ist auch gut so. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Nee, ne? Aber der Turm gefällt mir gerade. Ich glaube, hier ziehen wir ein. Das ist unsere... Ja, komm. Was? Wer noch? Gabis Schwester. Oh mein Gott. Ich bin überlastet. Gabis Schwester. Die sieht ja aus wie Gabi. Lol. Plop. Die sieht ja echt wie Gabi aus. Heilige Scheiße. Jetzt hat Gabi auch schon Verwandte hier. So, was haben wir denn hier? Eine Tasche. Ist da was Schönes drin? Gärungsalkohol. Gärungsalkohol wird in einem Messbecher am Lagerfeuer gefertigt. Nützlich für Verbandskästen. Dann nehme ich das natürlich mit. Haben wir hier noch was drin? Nö. Liegt hier sonst noch was rum? Hier so ein bisschen Müll. Da waren wir auch schon dran. Hier ist noch was. So, ein paar Schmerztabletten. Und was mir gerade einfällt, wir haben ja noch gar keine Steinschaufel hergestellt. Schaufel, Schaufel, Schaufel. Schaufel, da, fertigen. Das ist auch praktischer hier, eben mit der Tastatur eben was reinschreiben. Das geht auch immer super schnell. Das ist auch so ein kleiner Vorteil gegenüber vom Controller. Und wer bist du? Auch noch so ein neues Zombie-Modell. Oh, du hast aber einen Bierbauch, Kollege.
Und im Gesicht siehst du aus wie der Texas Chainsaw Massacre. Bleib da liegen. Oh, voll daneben! Nein! Im Zaun stecken geblieben. Plöpp. 750 Erfahrungspunkte hat das mal eben so gebracht. Wow. Okay, das ist echt nicht wenig. Nun holze ich mal hier so ein bisschen ab. Ich räume gerade mal so ein bisschen hier den Platz auf. Denn es gibt ja auch noch das ein oder andere, was ihr vielleicht auch wissen solltet. Das heißt natürlich nicht, dass ich alles weiß. Also ich wäre schon froh, wenn es Leute unter euch gibt, die das vielleicht schon auf dem PC spielen, mir vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp mitgeben könnte und mir das in die Kommentare schreiben würdet. Falls ihr noch irgendwelche Tipps für mich habt, das würde mich echt sehr freuen. Falls ich hier irgendwie, ne, es kommen bestimmt auch mal Momente, wo ich überhaupt nicht weiß, wie ich reagieren soll. Ich habe jetzt schon Angst vor der Horde. Es gibt ja hier super viele neue Fallen auch, die dazu gekommen sind. Und die Zombies reagieren ja auch schon komplett anders, wie ihr seht. Ich muss quasi nur ein Geräusch machen, wenn ich in so ein Haus reingehe. Und dann wissen die schon, wo ich bin und was ich da treibe. Ja, das war früher nicht so der Fall. Glaube ich zumindest. Es ist aber auch schon viel zu lange her, um dass ich mich jetzt genau an jedes einzelne Detail erinnere. So, hier sind nochmal so ein paar Sachen, die wir abluten können. Mit der Schaufel ist das hier quasi auch schon wieder besser. Da bekomme ich mehr Pflastersteine raus. Ja, und ihr fragt euch jetzt Pflastersteine? Ja, die sind hier in diesem Gepäck drin. Wenn ich da mit der Schaufel rangehe, seht ihr unten rechts, bekomme ich echt viele Pflastersteine. Das gilt hier auch für diese Teile. Das ist nämlich Zement. Wenn ich da dran gehe, bekomme ich mal eben 7 oder 8 solche Zementdinger. Das ist schon ganz cool. Hier nochmal Pflasterstein. Das nehme ich jetzt alles mit und räume hier mal so ein bisschen auf, wie gesagt, dass das hier nicht so unordentlich aussieht. Und dann gehen wir gleich mal nach oben und schauen uns an, was da noch so alles auf uns wartet. So. Okay, da hätte ich jetzt wahrscheinlich die Axt genommen am besten. Warte mal. So, das gibt schön Papier. Können wir uns später Donnerbüchsenmunition herstellen. Falls wir dann noch ein bisschen Schießpulver finden. So, was bekommen wir hier raus? Bestimmt Eisen, oder? Ich glaube, das ist Eisen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Tatsächlich. Wie oft willst du noch kaputt gehen? So, jetzt haben wir es. Das hat jetzt aber lange gedauert. So, hier ist noch so ein Dingen. Hier räume ich auch nochmal gerade auf. Und dann gehen wir gleich hoch in den Turm hier. Gabis Power Tower. Ja, so nennen wir den jetzt. Power Tower. Kann man auch Schilder erstellen? Dann würde ich dann Power Tower Schild hinstellen. Hier wohnt Gabi. So, da haben wir wieder was Neues bekommen. Da weiß ich auch noch nicht ganz genau, was das ist. Schauen wir uns gleich mal im Inventar an. So, was haben wir denn hier? Kunststoffabfall ist das. Okay. Das muss schon wieder repariert werden. Ach ja, genau, das habe ich euch auch noch nicht erzählt. Das ist jetzt quasi auch ein bisschen anders mit den Items, die man hier benutzt. Da kann man nicht einfach hier jetzt 10 Steinäxte herstellen und dann meinen, oh, es levelt irgendwie das Werkzeug auf. Nein, das hat sich nämlich jetzt auch geändert. Wir müssen quasi erstmal eine Fähigkeit erlernen, um ja, letztendlich besseres Werkzeug herstellen zu können. Das zeige ich euch auch gerade mal eben. Wo war das denn? Hier, Bergbauarbeiter. Bergarbeitermeister, so. Irgendwo muss man anfangen. Fertige Werkzeuge von Qualität Stufe 2. In Klammern schlecht, das ist also noch schlecht. Erhöht dann den Werkzeugschaden um 10% und den Blockschaden um 30% mit Äxten, Spitzhacken, Kettensägen oder Erdbohrer. Schaltet alle Eisenwerkzeuge wie Spitzhacken frei. So, das müssen wir dann quasi erstmal lernen, bevor wir dann besseres Werkzeug herstellen können. Das ist also nicht wie früher, dass wir dann irgendwie 20.000 solche Dinger herstellen und das Ding dann auf Level 99 ist.
Das hat sich auch geändert. Ist also nicht mehr so wie früher. Und dann habe ich hier jetzt gleich noch eine Erneuerung, die ich euch zeige. Aber ich mache gerade erstmal hier diese Stacheln weg, dass ich da nicht auch reinrenne. Ihr kennt mich ja. Ne, früher bin ich ja jedes Mal in meine eigenen Stacheln gelaufen. Und habe mir da irgendwelche Blutungen zugezogen. Es gibt auch viele neue... Ich meine, es gibt auch neue Verletzungen, die dazu gekommen sind. Sicher bin ich mir jetzt nicht genau. Aber ich meine, es gibt dann sowas wie Schürfungen und sowas jetzt schon. So. Ach ja, hier, da waren wir auch noch nicht dran. Schauen wir mal eben, was hier in diesem US Army Truck drin ist. Und ein bisschen was zu essen und eine Knochenklinge Level 2. Das ist sehr gut. Können wir die reparieren? Tatsache. Brauchen wir Knochen für, die haben wir auch. So. Und jetzt komme ich zu der Erneuerung, die ich meine. Haben wir denn Holz? Genau, wir haben Holz, das ist gut. Holz, genau. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier, ist nur ein Beispiel, immer diese Symbole, wenn ihr diese seht, dann kann man Folgendes mit diesen Dingern machen. Aufgepasst. Ich zeige euch das sofort. So, und das 1x1 habe ich jetzt auch schon wieder komplett vergessen, weil ich nur am Quatschen bin. Schrecklich. Und schon 30 Minuten lang. Oh, wir müssen gleich aufhören. Deswegen jetzt ganz schnell nach oben gehen und mal schauen, was uns da oben erwartet. So, ich packe mir das schon mal hier unten rein. Wenn ihr jetzt diese Items habt mit den Symbolen, dann könnt ihr Folgendes tun. Ihr könnt R gedrückt halten und dann auf Shape drücken. Und dann haben wir hier mehrere Auswahlmöglichkeiten, was wir genau damit bauen wollen. Ich denke mal, das haben sie einfach gemacht, damit diese ganze Leiste nicht immer so voll ist mit irgendwelchen Sachen. Und in dem Fall können wir jetzt einen Holzaufstieg bauen oder eine Holzbrettstufe mit Geländer. Und das wollen wir in dem Fall machen, weil ihr seht ja, das ist genau dasselbe. Und ich will da ja auch irgendwie hochkommen. Ich habe ja gerade eben diese ganzen Sachen da abgeholzt. Hä, wo ist denn das jetzt? Ah, hier. So. Nein, das war schon richtig, Gabi. So. Und so. Super Sache. Haben wir das schon mal repariert? Und das sieht mir ein bisschen morsch aus. Da habe ich Angst vor. Ich spring mal hier rüber. Das ist mir auch... Oh, shit! Ha! Heilige! Das ist mir nämlich beim Anspielen auch passiert. Da bin ich in so ein Haus gegangen. Und was passiert denn, Bardo? Na, was meint ihr? Was ist passiert? Ich gehe in das Haus rein und der Boden bricht mir unter den Füßen weg. Und wo lande ich? In einer Höhle voller Zombies. Und die haben mir natürlich den Rest gegeben. Ja, dann war es das schon mit Gabi. Da war ich auch überhaupt nicht drauf vorbereitet, dass sowas schon möglich ist. Also wenn ihr so morschen Boden seht, dann aufgepasst. Es kann echt sein, dass der wegbricht und dann steht ihr nachher da. So, das geht doch bestimmt auch... Ja, ich wusste es. Das geht doch auch kaputt. So. Jetzt wieder R gedrückt halten. Shape. Zack. Escape. Shape, escape. So. Super, super, super geil. So, und da mache ich, glaube ich, auch gleich nochmal ein bisschen was weg. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, weil ich sehe, wir spielen schon über eine halbe Stunde. Und quatsch euch hier durchgehend zu. Oh, wer bist du denn? Ein Zombie-Mechaniker? Ein Eisenbeißer? Ey, der hat mir wehgetan. Gabi, hau ihn, verprügel ihn. Was hast du jetzt davon? Der Turm sieht schon so ein bisschen mitgenommen aus. Ich denke mal, dass wir den so in den nächsten Folgen einfach mal so ein bisschen verschönern, wenn wir hier länger bleiben. So, der hält echt nicht viel aus. Und bevor ich jetzt die Tür da kaputt kloppe, was ewig dauert, mache ich hier einfach mal gerade frei und springe durchs Fenster. Was haben wir hier? Aha. Da oben stehen sie schon und warten auf mich. Ich sehe... Aha, aha, aha. Nicht mit mir, nicht mit Gabi. Gabi weiß Bescheid. Na, guck mal, die verstecken sich da oben, bis ich hier rauskomme. 3 Stück gleich. Dörte! Das ist unsere Dörte. Wer das ist, weiß ich noch nicht. Das dürft ihr gerne entscheiden. Aber die Dörte, die verprügel ich gleich. So, du bekommst das Speer.
Dörte, Dörte, Dörte. Dörte, willst du mal einen Speer? Oh, oh, das war dumm. Gabi hat kein Zielwasser getrunken. Doch bleib liegen, komm. Geh weg, lass mich in Ruhe. Boah. Oh, ach ja, genau. Das ist auch noch eine Erneuerung. Wir können keine Zombies mehr looten. Dafür lassen die aber ab und zu mal einen Rucksack fallen. Ein Bauplan für einen Robotikhammer. Geil. Benutzen, benutzen. Nehmen. Das ist doch sehr gut. Schon mal einen Bauplan gefunden. Und was machst du da, Nurse? Nurse gibt's auch noch, ich sehe schon. So, das hast du jetzt davon. Ha. So. Gut, dann sind wir jetzt endlich im Turm. Das ist quasi auch einer der neuen Dinge, die dazugekommen sind. Wenn wir jetzt in Häuser reingehen oder sowas, sehen wir dann, ja, diese Objekte hier, sprich, das ist jetzt ein Nahrungsstapel. Also es ist jetzt nicht immer so, dass wir nur in Kisten was finden, sondern auch mal in irgendwelchen Verstecken hinter Bildern oder hinter Spiegeln oder irgendwie so, finden wir dann tatsächlich auch mal so einen Nahrungsstapel, medizinische Vorräte oder auch Munition. Ja, das ist sehr gut gekennzeichnet, wie ich finde. Haben sie gut gemacht. Ist also auch neu dazugekommen. So, hier Shotgun Messiah. Mach ich mal eben auf. Schau mal eben rein. Was haben wir denn hier? Munition und ein Alteisen-Brustpanzer. Nehmen wir doch gerne mit. So, was haben wir hier? Boah. Geil. Okay, okay. Nehmen wir alles mit. Obwohl, brauche ich gar nicht mitnehmen. Denn alles, was ich jetzt mitgenommen habe, lagere ich jetzt erstmal hier in der Kiste und nehme nur das Nötigste mit. Verband, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, meine Pfeile, Steine und Holz. Haben wir noch Holz? Ja. So. Und ja, meine Lieben, ich glaube, das war es auch erstmal für die erste Folge. Ich werde nur noch mal eben zusehen, dass wir das 1x1 zu Ende bringen. Das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Von daher stelle ich jetzt den ersten Holzrahmenblock hier hin, den ich dann jetzt auch noch Nein! Jetzt habe ich den kaputt gemacht. Den sollte ich verbessern und nicht zerstören. So, Holzrahmen nochmal. Den fertigen wir eben noch. Und dann haben wir auch, glaube ich, nur noch eine Aufgabe zu erledigen. So, der ist verbessert. Und jetzt zum Schluss noch das Lagerfeuer. Wunderbar. So, dann platziere ich hier mal eben meinen Schlafsack, dass wir auch hier wieder spawnen können. Und hier packe ich mal gerade eben das Lagerfeuer hin, quasi genau daneben. Und somit haben wir dann das 1x1 des Überlebens, ja, fertig gemacht hier. Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Ware kaufen und verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord, Noah. So. Und wir dürfen jetzt den Händler finden. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. 327 Meter weit entfernt. Ich glaube, das ist sogar das Gebäude, was wir eben gesehen hatten. So, sortiere hier gerade nochmal eben mein Inventar. So. Das können wir hier mal eben zerlegen. Und verabschieden uns dann für diese erste Folge von 7 Days to Die. Ich möchte hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Werden dann zum Händler gehen, vielleicht nochmal eine Aufgabe erfüllen. Und mal schauen, was der da so im Angebot für uns hat. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Den Turm müssen wir auch noch verbessern. Also ich sehe, es wartet Arbeit auf uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Also reinschalten, wenn es soweit ist. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Peace, bis dann. Lasst doch mal gerne einen Daumen da. Bis dann und haut da rein.